zurück zu einem neuen Video bei Frühstück in der Parfümerie. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei mir vorbeischaust. Wenn du neu hier bist und dich für Parfums interessierst, dann bist du auf jeden Fall richtig, denn auf diesem Kanal dreht sich alles um die Welt der Düfte. Und heute möchte ich ein Video machen, wo es um Emily in Paris geht. Denn mein Freund und ich haben die Serie gesehen und ich glaube innerhalb von 2 Tagen durchgeschaut. Ich weiß, es geht sehr viel um Klischees und, aber wir fanden es sehr lustig. Und ich muss sagen, ich liebe die Outfits, ich liebe Paris und ich habe jetzt auch richtig Lust, wieder nach Paris zu fahren. Das aber noch bis Oktober dauert, bis wir nach Paris fahren werden, weil wir dort auf einem Konzert sind, dachte ich, ich mache mal ein Video, wo ich Parfums zu den Charakteren matche und sozusagen zu jedem Charakter ein passendes Parfum aussuche, wo ich denke, dass er oder sie dieses Parfum tragen würde. Ich wollte eigentlich erst mit den uninteressantesten Charakteren anfangen, die auch vielleicht neu dazugekommen sind, wie Alfie oder so. Aber ich dachte mir, falls du Emily in Paris nicht kennst, ich werde ja trotzdem die Charaktere auch beschreiben und vielleicht macht das Video dann auch ein bisschen Lust auf die Serie. Fange ich mit Emily an, weil Emily natürlich der Hauptcharakter ist und sich auch die ganze Story um sie dreht. Deswegen, ja, fange ich mit dem Spannendsten eigentlich schon an, aber ich hoffe, ihr guckt trotzdem bis zum Ende. Das würde mich natürlich sehr freuen. Eine Sache noch vorab. Ich beschreibe jeweils die Charaktere und was für eine Rolle sie in der Serie stehen. Also nur so ein bisschen in die Richtung Spoiler-Alarm. Ich werde jetzt nicht sagen, was am Ende der 2. Staffel passiert, aber den ein oder anderen Fact, der dann im Verlauf so passiert, den sage ich schon, aber eher so, was den Charakter betrifft, damit du auch verstehst, warum ich den und den Duft auswähle. Beginnen wir mit Emily, die von Lily Collins gespielt wird. Also Emily ist die Hauptfigur und wohnt eigentlich in Chicago, da startet auch die Serie. Und Emily hat einen Freund und arbeitet in einer Marketingagentur unter der Führung von Madeleine. Sie ist ungefähr Mitte 20 und hat Marketing und Communications studiert und ihre Chefin ist total aufgeregt, weil sie soll nach Paris gehen, um dort eine Partneragentur, die amerikanische Sichtweise auf Social Media einzubringen. Und dann ist es so, dass die Madeleine so einen Duft riecht, um den es dann auch im weiteren Verlauf in der Serie gehen wird und ihr wird total schlecht. Und so merkt Madeleine, dass sie schwanger ist und so kann sie nicht nach Paris gehen und stattdessen geht Emily dann nach Paris. In Paris angekommen, tritt Emily mit ihren gut gemeinten Ratschlägen bei ihrer Chefin Sylvie oft ins Fettnäpfchen und clasht auch mit der französischen Kultur. Also es werden sehr, sehr viele französische Witze und Klischees aufgegriffen, was ich sehr amüsant finde. Und deswegen hat Emily auf jeden Fall Startschwierigkeiten. Auf jeden Fall läuft es privat auch nicht perfekt bei Emily, denn der Freund, den sie ja in Chicago hat, ist eigentlich nicht wirklich bereit für eine Fernbeziehung und deshalb trennt sie sich dann von ihm. In der Zwischenzeit hat sie aber auch schon ihren Nachbar zufälligerweise kennengelernt, der sie direkt umgehauen hat, den sie dann auch geküsst hat, um dann aber festzustellen, dass er eigentlich eine Freundin hat. Und das Schlimmste ist, dass diese Freundin, die er hat, eine der wenigen Personen ist, die zum Start in Paris nett zu ihr gewesen sind. Aber sie hat auch eine wirkliche Freundin gefunden, die Mindy. Die ist so die Vertraute, mit der sie sich austauscht. Und Emily ist immer sehr stylisch gekleidet, setzt sich dann auch so richtig klischee-mäßig auf eine Bank und isst Käse und Baguette und hat eine Baskenmütze auf. Also sie ist in Paris und freut sich dort zu sein, genießt die Stadt und kleidet sich dann eben auch so ein bisschen französisch. Und vom Charakter her ist sie warm, fürsorglich, sehr begeisterungsfähig, sehr übersprudelnd, sehr quirlig. Und hat aber immer smarte Ratschläge, ist eigentlich auch sehr offen, auch gegenüber neuen Personen, nimmt auch immer eine andere Perspektive noch ein, beziehungsweise eben dann die amerikanische Perspektive. Aber sie wird eben von ihren Kollegen als typisch amerikanisch wahrgenommen. Sie hat sehr viel Spaß an der Arbeit, findet leicht Freunde, ist modebewusst und trägt nie zweimal das gleiche Outfit. Bei Emily liegt für mich eigentlich auf der Hand, dass sie nicht nur ein Parfum trägt. Also wenn sie jeden Tag ihr Outfit wechselt, sehr modebewusst ist, dann hat sie sicher auch Interesse an Parfums. Das Thema Parfum spielt in der Serie auch, wie gesagt, eine Rolle. Und Parfum ist einfach ganz, ganz toll. Deswegen bin ich ganz sicher, dass Emily mehrere Parfums hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass Emily sich denkt, ich fahre jetzt nach Paris und ich lebe dort ein Jahr und ich möchte für diese Zeit ein typisch französisches, klassisches Parfum haben. Und weil Emily sich ja auch in der Serie so klischee-mäßig auf die Bank sitzt und eine Baskenmütze trägt, ein Baguette isst in ihrer Pause und Käse isst, kann ich mir gut vorstellen, dass das erste typisch französische, klassische, leichte, frische, flirty, feminine Parfum, was ihr in den Sinn kommt, Coco
Mademoiselle ist. Coco Mademoiselle ist ja ein Klassiker. Es ist blumig, süß, feminin und strahlt Leichtigkeit und Unbeschwertheit aus. Und diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit und vielleicht auch ein bisschen manchmal Naivität, die strahlt ja auch die Emily aus. Aber im positiven Sinne, weil ich mag, dass das nicht einfach so ein positiver Charakter ist und eigentlich immer so an das Gute glaubt. Wahrscheinlich wird zwar in der nächsten Staffel dann Lancôme als ihr Parfum zu sehen sein, könnte ich mir vorstellen. Denn es gibt jetzt auch so eine Lancôme Idol Emily in Paris Kollektion. Aber ich finde, wenn man an klassische französische Parfums denkt, dann denkt man eigentlich immer an Chanel. Und wenn ich sie wäre und ich würde denken, oh, ich bin jetzt ein Jahr in Paris, dann würde ich erstmal mir ein Chanel-Parfum für diese Zeit kaufen und das dann für diese Zeit zu meinem Signature-Duft machen, damit ich immer, wenn ich dann später an diesen Duft rieche, mich an meine Zeit in Paris erinnere. Der Duft hat ein fruchtiges Opening mit Mandarine, Ylang Ylang und Bergamotte. Ich muss mir den auf jeden Fall auch nochmal kaufen, weil der bei mir auch viele Erinnerungen hochkommt. Ein unglaublich schöner, schöner Duft. Aber der Duft ist natürlich auch ein bisschen ein Crowdpleaser. Also der Duft findet, wie Emily auch, einfach leicht Freunde, weil er sehr anpassungsfähig ist und man ihn eigentlich gut als Allrounder auch einsetzen kann. Also ich denke, die meisten kennen den Duft. Fruchtig, feminin, zart, frisch, blumig. Ein toller, toller Duft, der eine tolle Leichtigkeit ausstrahlt. Und wie ich finde, auch jetzt sehr gut in den Frühling passt. Bei mir hält Coco Mademoiselle ungefähr 6 Stunden und hat eine tolle Sillage. Weiter geht's mit Camille. Ich muss sagen, ich mag Camille total gerne. Sie wird gespielt von Camille Razat und arbeitet in einer Galerie und trifft mit Emily zusammen, als Emily gerade an einem Blumenstand versucht, Blumen zu kaufen, aber sie merkt, dass sie an ihren französischen Kenntnissen scheitert und dann kam Camille ihr zur Hilfe und hilft ihr, damit sie eben die Blumen kaufen kann und wie sie dann eben auch gut ankommt, indem sie da noch ein bisschen Trinkgeld gibt und so weiter. Also sie ist einfach sehr hilfsbereit und sie ist die Freundin von Gabrielle und sie ahnt nicht, dass Gabrielle in dem Haus wohnt, in dem auch Emily wohnt und dass die beiden schon einen Kuss hatten. Ursprünglich stammt Camille aus einer wohlhabenden Familie aus der Champagne und dieser Champagner spielt auch im weiteren Verlauf der Serie eine Rolle, weil dieser Champagner dann eben auch von der Marketingagentur von Emily promoted wird. Ich finde, Camille ist ein sehr süßer und liebenswürdiger Charakter. Sie ist wie gesagt sehr hilfsbereit und auch sehr offen. Sie ist eine der nettesten Personen, die Emily in Paris kennenlernt und lädt sie auch gleich zu ihrer Familie ein, obwohl sie Emily noch wirklich nicht lange kennt. Sie ist sehr anspruchsvoll, sie ist sehr höflich, sehr gebildet und sehr gutherzig. Zudem ist sie sehr fürsorglich, also sie kümmert sich um Emily, sie kümmert sich um ihren Freund und ist vom Charakter einfach ja eine warme Person, auch eine Fashionista, also sieht sehr stylisch aus, sieht wunderschön aus und als Duft habe ich hier den Gris Charnel von BDK ausgewählt. Ich wollte auf jeden Fall etwas Französisches, weil sie sehr typisch französisch ist, auch wenn sie sehr nett ist, aber sie kommt aus der Champagne und sie liebt die französische Kultur und sie ist ja sehr kultiviert und ich kann mir einfach auch vorstellen, dass sie sich da auch mal nach was anderem als so typischen französischen Duftbrands aussucht und deshalb eher so in diese nischigere Richtung geht. Und der BDK ist aus der Parisienne Kollektion, was ja auch sehr gut passt, weil sie auch sehr typisch Parisienne ist. Ich hatte auch geschaut, ob es einen Duft gibt, der mit Champagner ist, der zu ihr passt. Ist mir aber nichts eingefallen. Falls dir da noch ein Duft einfällt, dann schreib das gerne in die Kommentare. Der Chicago High von Wilhelm Parfumerie ist ja mit Champagner, aber das wäre jetzt wieder ein Widerspruch gewesen, weil Chicago High und Emily kommt aus Chicago und die beiden haben ja zwar eine Freundschaft, aber dann irgendwann bricht diese Freundschaft ja auch. Der Duft ist unheimlich schön. Insgesamt ist das ein würzig, warmer, cremiger Duft und das macht ihn so besonders, weil ich finde, würzige Düfte sind heiß. Der ist jetzt aber nicht pur würzig, sondern der hat eine leichte, würzige Note. Und dieses leicht würzige macht ihn besonders verführerisch und dominant sind für mich auf jeden Fall teeige Noten, aber wir haben ja auch die Feige drin, die denen dann so ein bisschen was Frisches noch wieder gibt. Und dieser Duft ist einfach wie Camille. Der ist kultiviert, aber der ist wunderschön und verführerisch. Ein ganz, ganz toller Duft, der Gris Chanel und sehr, sehr passend für Camille. Im Auftakt ist der Duft leicht würzig herb durch Kardamom und auch Tee. Wir haben hier aber auch eine schön pudrige Iris, Sandelholz, dadurch wird der Duft schön warm. Dann im weiteren Verlauf verstärkt sich der Tee und der Duft wird immer wärmer und cremiger und zählt auf jeden Fall auch zu einem der Düfte, der auch nicht seit gestern auf meiner Wunschliste steht, aber
Ja, mal gucken, wann ich mir diesen Duft zulege. Aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsduft von BDK. Von der Sillage her ist der jetzt nicht ganz so stark, aber es macht ja nichts. Und ich finde, das passt auch zu Camille, weil sie jetzt ja auch nicht so eine aufdringliche Person ist. Und von der Haltbarkeit hält er bei mir auf jeden Fall 6 bis 8 Stunden. Der nächste Charakter ist Gabrielle. Und Gabrielle ist der attraktive Nachbar von Emily, den sie kennenlernt, als sie aus Versehen ihren Schlüssel in das falsche Schloss steckt, auf einer anderen Etage. Und das ist seine Wohnung. Grundsätzlich kommt Emily eigentlich immer zurück zu Gabrielle, wenn sie irgendwie französische Verständnisschwierigkeiten oder Probleme hat, und er hilft ihr dann. Also er ist auch sehr fürsorglich und ist Chefkoch an einem Restaurant, was eigentlich direkt vor deren beiden Wohnungen ist. Und eines Tages wird Gabrielle einfach von Emily geküsst und ist dann total überrumpelt, und kurz danach stellt Emily dann fest, oh, Camille ist die Freundin. Und Gabrielles Traum ist sein eigenes Restaurant, und das ist die perfekte Überleitung zu seinem Charakter, denn Camilles Familie möchte ihm eigentlich dabei helfen und ihm Geld geben, aber er möchte auf jeden Fall unabhängig bleiben und nicht von ihrer Familie abhängig sein, deswegen lehnt er dieses Angebot ab. Also er strebt auf jeden Fall nach Unabhängigkeit, außerdem ist er auch stur, weil zum Beispiel soll er dann ein bestimmtes Gericht so und so kochen oder das und das nicht servieren, aber er macht es dann und am Ende schmeckt es auch allen. Also er ist auf jeden Fall sehr stolz, möchte seine Unabhängigkeit und auch Freiheit in dem Sinne natürlich, aber er ist trotzdem sehr warm und fürsorglich, also er kümmert sich um Emily, er hat auch ein schlechtes Gewissen seiner Freundin gegenüber und er amüsiert sich immer über Emilys Unbeholfenheit. Also er möchte einfach immer hundertprozentig hinter dem stehen, was er tut. Wie er hinter dieser Dreiecksache steht, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall auch Gewissensbisse, aber er ist halt einfach untreu und das finde ich charakterlich immer sehr, sehr schwach. Aber nichts Nichtsdestotrotz, er ist einer der Hauptcharaktere und er wird trotzdem recht sympathisch dargestellt. Vom Duft her wollte ich bei ihm bewusst keinen Nischenduft nehmen, weil ich glaube, er macht sich gar nicht so viel Gedanken um seinen Duft und hat jetzt auch nicht 3000 Düfte da stehen, sondern vielleicht so ein, zwei Düfte, die er regelmäßig trägt. Außerdem ist er ja auch Koch und ich denke, ohne es zu wissen, dass man wahrscheinlich beim Kochen auch gar nicht so großartig irritiert werden möchte von starken Gerüchen, die man dann an sich trägt. Deswegen habe ich mich natürlich trotzdem, weil er auch Franzose ist, eine französische Marke entschieden, und zwar Hermès, und zwar den Achevin Quatre, also den neuen Herrenduft. Neu zwar nicht wirklich, ich weiß, aber weil der Ted Hermès ja, ich glaube 2006 der letzte Herrenduft-Release von Hermès war, ist er ja dann doch relativ neu, wenn man das aus der Perspektive sieht. Warum habe ich mich für den Duft entschieden? Der Duft ist sehr, sehr schön. Der ist nämlich leicht flirty, verführerisch, weil er nämlich so einen leicht lockeren und nicht aufdringlichen Vibe hat. Der Duft ist modern, frisch, clean, sehr aromatisch und hat was leicht Metallisches. Und auch das finde ich wiederum eigentlich ganz passend, weil Gabrielle dann doch sehr stolz ist. Und Stolz ist ja so ein bisschen so wie Metall. Das ist so, das scheint, aber man stößt halt auch dagegen. Und so ist es ja bei stolzen Menschen dann auch. Und dieses Metallische, das kommt vermutlich von Scalerne. Das hat nämlich auch so einen metallischen Vibe. Im Drydown wird der Duft auch dann noch etwas wärmer. Er bleibt aber ein frischer, aromatischer Duft. Ich persönlich finde den Duft jetzt nicht super außergewöhnlich. Und es ist jetzt auch nicht der Duft, wo ich mir denken würde, den Duft trägt mein Traummann. Aber ich finde, der passt einfach zu seinem Charakter. Und ich finde, das kann dann auch wieder was Attraktives haben, wenn ein Mann dann eben etwas frischer riecht. Also wenn du möchtest, dass dein Mann riecht wie der Gabrielle aus Emily in Paris, dann kannst du ihm ja vielleicht mal diesen Duft vorstellen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass der Gabrielle da auch nicht so viel Wert drauf legt, und ich glaube, wenn man dem dann mit so einem dunkleren, schweren, animalischen Duft kommt oder so, das passt gar nicht bei ihm, finde ich. Und ich glaube auch, das würde der nicht so feiern. Und viele Männer, die damit jetzt gar nicht mit Düften so viel am Hut haben, ich glaube, für die ist so ein Duft gut, und ich finde, der kann dann auch für eine Frau attraktiv sein. Ansonsten haben wir hier noch Muskatsalbei, Rosenholz und die Narzisse drin. Und als ich den ausprobiert habe, hat er bei mir ungefähr so 5 bis 6 Stunden gehalten. Weiter geht's mit Sylvie. Sylvie wird gespielt von Philippine Leroy Bolio. Habe ich wahrscheinlich jetzt wieder total falsch ausgesprochen, aber ich wollte dir das jetzt nicht vorenthalten. Sylvie ist Head of Marketing in der französischen Agentur Savoir, in die Emily in Paris kommt. Man merkt direkt, dass sie eine strenge und sehr taffe Chefin ist. Und sie ist überhaupt nicht begeistert, dass nun Emily als amerikanische Person in die Agentur kommt und den Leuten dort erzählen möchte, wie der Hase läuft. Deswegen wartet sie eigentlich nur darauf, dass Emily einen Fehler macht, damit sie sie wieder zurückschickt.
schicken kann. Und sie lässt Emily auf jeden Fall auch wissen, dass sie nichts von ihr hält und auch nichts von ihrer Präsenz in der Agentur hält. Sylvie selber ist französisch durch und durch. Sie raucht in ihrer Mittagspause, das ist sozusagen ihr Lunch. Sie liebt Sex, sie liebt das Leben, sie liebt Wein. Also sie ist so typisch französisch und ich finde das auch ziemlich cool. Vom Charakter ist Sylvie knallhart und konsequent. Sie ist karriereorientiert und man merkt auch, dass sie hart arbeitet. Sie wirkt sehr selbstständig und auch so, dass es ihr egal ist, was andere denken. Weil sie auch immer sehr ehrlich ist und ihre Meinung unverblümt auch Emily gegenüber sagt, wirkt sie manchmal so ein bisschen unhöflich oder barsch. Also sie ist jetzt nicht so der sympathische Charakter, aber ich finde sie trotzdem cool, weil sie so ein Charakter ist einfach. Sie ist halt so eine richtige Boss-Bitch und ich finde das cool, dass man merkt, sie weiß, was sie will und mit weniger gibt sie sich auch nicht zufrieden. Außerdem merkt man, dass sie wirklich smart ist und sehr strebsam und erwartet das auch von ihren Mitarbeitern. Das passende Parfum für Sylvie ist meiner Meinung nach ganz klar Chanel Nummer 5, weil Sylvie für mich voll Anna Wintour Vibes hat. Also sie ist wirklich eine Boss-Bee und Chanel Nummer 5 ist ein zeitloses, klassisches Boss-Bitch-Parfum, finde ich. Das ist so ein Lady-Boss-Parfum. Also das ist einfach sehr, sehr elegant. Du kennst Chanel Nummer 5 sicherlich. Aber ich habe wirklich bei Sylvie lange überlegt, ob ich jetzt irgendeinen Nischenduft nehmen soll. Also klar, war natürlich was Französisches. Aber da sie mich so an Anna Wintour erinnert und da Anna Wintour ja auch Chanel Nummer 5 verwendet, lag für mich dann auch auf der Hand, dass Sylvie dieses auch tun würde. Gerade auch wenn Sylvie wüsste, so Anna Wintour macht das auch wenn sie Amerikanerin ist, dann würde Sylvie sicher sagen, so ja, Chanel Nummer 5. Chanel Nummer 5 ist ein Bestseller. Chanel Nummer 5 gibt es seit Jahren, aber das Chanel Nummer 5, also das Eau de Parfum, von dem ich auch gerade spreche, das ist nicht das Chanel Nummer 5, was auch Marilyn Monroe einst getragen hat, weil es reformuliert wurde. Trotzdem sind weiter die klassischen Aldehyde, Ylang Ylang, Jasmin und Iris vorhanden, sodass der Duft auch seinen klassischen Charakter weiterhin hat. Und der Duft wird ja oft ein bisschen mit Altbacken assoziiert. Ich finde, man wird irgendwie bereit für diesen Duft. Also ich mag den mit den Jahren immer mehr. Ich finde, der hat Klasse, der ist zeitlos, der ist einzigartig und das macht ihn eben so besonders. Ich finde, das ist schon so ein Duft, wenn Sylvie dann ins Office kommt mit Chanel Nummer 5, dann weiß einfach jeder, dass sie da ist und das finde ich ziemlich cool und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, obwohl es ja ein Klassiker ist, niemand anders bei Savoir diesen Duft tragen wird. Also der Duft vermittelt Reife und Klasse und ich finde, Sylvie setzt mit Chanel Nummer 5 auch ein Statement. So, wie gesagt, so dieses hier bin ich, and I'm the boss mäßig. Vom Duft selber haben wir bei Chanel Nummer 5 in der Kopfnote oder direkt ganz am Anfang, kurz nach dem Aufsprühen, erhascht man so ein bisschen von der Bergamotte. Insgesamt wird der Duft dann aber floral und er ist sehr, sehr pudrig mit einer sehr pudrigen Iris und ich glaube, das gibt ihm auch diesen typischen Charakter in Kombination, wie gesagt, mit den Aldehyden, Ylang Ylang und auch Jasmin. Aber diese Bergamotte, die verfliegt ganz, ganz schnell. Also frisch ist der nicht. Der Duft ist sehr gehaltvoll und opulent und ich bin mir sicher, dass die wenigsten jungen Frauen Chanel Nummer 5 tragen. Von daher passt er dann ziemlich gut zu Sylvie, weil sie auch sehr reif ist. Und von der Haltbarkeit hält er ungefähr 6 bis 8 Stunden und auch wenn ich an dem rieche, dann muss ich sagen, der ist jetzt nicht so auf meiner Wunschliste wie der Gris Chanel, aber alleine des Flakons wegen müsste ich mir den wirklich jetzt auch mal langsam kaufen. Bevor ich mit Mindy weitermache, die ja Emilys beste Freundin in Paris ist, geht es weiter mit Alfie. Alfie kommt in der zweiten Staffel dazu und Emily lernt ihn in einem Französischkurs kennen. Erst hat sie eigentlich eine andere Sprachpartnerin, dann aber am Ende eben Alfie. Und Alfie ist ein sarkastischer, in London geborener Banker, der wegen des Jobs nach Paris gekommen ist, ähnlich wie Emily, auch nur für ein Jahr, weil er der Einzige in der Firma ist, der scheinbar keine Familie oder kein Kind hat und im Gegensatz zu Emily arbeitet er, um zu leben und lebt nicht, um zu arbeiten, weil Emily ja schon auch sehr gerne arbeitet. Er würde nämlich lieber Fußball spielen und bei ihm merkt man, er hat gar keinen Bock auf die französische Kultur und geht am liebsten deshalb auch in einen englischen Pub, anstatt die französische Kultur zu genießen. Außerdem liebt er es, Emily zu necken und bei den beiden entwickelt sich dann auch irgendwann mehr. An sich ist er zwar wie gesagt sarkastisch und hat auch diesen bissigen Humor und mag es Emily zu necken, aber er wirkt trotzdem eher unnahbar und verschlossen, weil man merkt, dass Emily auch so die ist, die eher bei ihm hinterherrennt, sage ich mal. Also hinterherrennt, das klärt sich ja alles auch noch ein bisschen irgendwie auf, aber trotzdem wirkt er eher verschlossen. Beim Duft von Alfie würde ich schätzen, dass er auch so ein Typ ist, der jetzt auch nicht so viele Düfte hat, weil er ja eigentlich so ein Fußballtyp ist, er bodenständig und vielleicht da jetzt
nicht so in erster Linie denkt, oh, ich muss jetzt 5000 verschiedene Düfte haben, gefühlt. Von daher habe ich mich bei ihm für London Funk von Wilhelm Perfumery entschieden, weil ich auch so ein bisschen den Hintergrund ganz spannend finde, weil der Duft heißt London Funk. Aber der Gründer Jan Ahlgren ist aufgewachsen in Schweden mit einer amerikanischen Mutter und einem schwedischen Vater. Klar, ich weiß, Elfie ist Engländer, aber trotzdem fand ich das ganz interessant. Und irgendwann hat er eben seine Heimat verlassen und ist nach Paris gegangen. Und Elfie ist ja auch in Paris und eigentlich auch nur für eine beschränkte Zeit. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich ja auch in den nächsten Staffeln irgendwas daran, dass Elfie dann doch in Paris bleibt. Von daher fand ich das ganz spannend, weil die Marke den Paris bezug hat, aber der Duft London Funk heißt. Und vom Duft her passt er auch ziemlich gut. Der Duft ist nämlich direkt im Auftakt frisch, grün und zitrisch und hat im Auftakt so eine beißende, frische Bergamotte. Und diese beißende Bergamotte passt auch gut zu seinem bissigen Humor. Durch diese Bergamotte und Basilikumnote, die hier sehr dominant sind, habe ich das Gefühl, ich rieche direkt so an so einem leckeren Drink. Ich muss sagen, ich mache mir momentan immer, weil ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr mehr zu trinken, immer so ein Wasser mit Basilikum und mit Limetten oder so. Und der Duft riecht so ein bisschen so, nur dass der natürlich noch viel klassischer riecht. Also das würde ich jetzt nicht trinken wollen, weil er hat noch eine dunkle, herbere Note. Aber er hat diese Vibes von meinem Zitronenwasser. Der Duft ist als Unisex-Duft deklariert. Ich finde den aber sehr männlich. Also ich würde den selber eigentlich so nicht unbedingt tragen. Ich habe auch keine Komplimente bekommen, als ich ihn getestet habe. Habe ich aber auch nicht erwartet, weil ich den nicht aufgesprüht habe bei mir und dachte so, oh, der riecht so gut an mir. Aber ich glaube, wenn dein Mann oder dein Freund so gerne frischere Düfte mag, vielleicht auch nicht so viel Wert, so ein bisschen wie Gabrielle, auch so jetzt so Düfte oder so liegt, aber dieses frische mag, Basilikum mag, der Duft ist so ein bisschen fougère, dunkel trotzdem, dann könnte ihm der Duft auch gefallen. Der Duft hat keinen starken Verlauf, ist insgesamt einfach zitrisch, grün und dunkel, herb. Eigentlich ganz schön, aber kein Duft für meinen Traummann. Von der Haltbarkeit hat er bei mir ungefähr so 4 Stunden gehalten, vielleicht habe ich es auch einfach nicht mehr wahrnehmen können, aber ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber vom Duft her finde ich, dass er trotzdem gut zu Elfie passt und man kann ja auch nachspülen. Kommen wir auch schon zum letzten Charakter, den ich mit in dieses Video aufgenommen habe. Und zwar geht es um Mindy. Mindy stammt eigentlich aus einer sehr wohlhabenden chinesischen Familie. Ihr Vater wird scheinbar auch der Reißverschlusskönig genannt. Und sie hat sich aber davon gelöst und möchte ein eigenständiges, unabhängiges, selbstbestimmtes Leben führen und nicht, dass ihr Vater ihr sagt, was sie machen soll. Deswegen lebt sie in Paris und arbeitet dort als Kindermädchen. Zu ihrer Familie hat sie kaum noch Kontakt und sie trifft Emily, als sie mit den Kindern, auf die sie aufpasst, im Park ist und Emily dann eben auf ihrer Bank sitzt und ihr Baguette und ihren Käse isst. Mindy ist eine sehr, sehr gute Freundin für Emily, weil sie sie dazu bringt, ihr Leben zu genießen und ihr immer sehr, sehr gut gemeinte und ehrliche Ratschläge gibt und sie auch animiert, sich gegenüber Gabriel zu öffnen. Sie ist selber begeisterte Sängerin und traut sich aber nicht mehr so wirklich auf die Bühne, weil sie mal in einer chinesischen TV-Show war und dort einen misslungenen Auftritt hatte und deswegen ist sie da so ein bisschen zögerlich. Aber auch da animiert Emily sie dann wieder ein bisschen mehr Gas zu geben und dort wieder Fuß zu fassen, was sie dann auch zögerlich macht. Und diese ganzen Tracks, diese typischen Emily in Paris Sounds, die Playlist, die höre ich öfter, die kann ich euch mal auch verlinken hier in dem Video. Da ist auch ein Song, den sie auch in der Serie dann singt. Finde ich eigentlich ganz schön. Auch sie ist so eine kleine Fashionista. Sie ist auch wunderschön. Man merkt auch, dass sie sehr gutherzig ist und auch sehr emotional. Was ich auch an ihrem Charakter mag, ist, dass sie einen starken Willen hat und ihren Traum leben möchte und sich eben von ihrer Familie distanziert hat. Es zeigt einfach, dass sie einen starken Charakter hat und ihr Dinge in Paris macht, dort ihren Traum lebt, in der Stadt ihrer Träume lebt, obwohl sie vielleicht dann weniger Geld hat. Also von daher finde ich sie einen sehr sympathischen und tollen Charakter. Bei Mindy habe ich mich für den Duft This Is Her von Sadek E. Voltaire entschieden, denn ich liebe diesen Duft und ich selber trage den Duft auch sehr häufig. Der ist wirklich wunderschön. Und ich finde alleine das Statement, so dieses This is her, das passt auch ziemlich gut zu ihr, weil ja, sie lebt ihr Leben und this is her sozusagen. Aber der Duft an sich ist süßlich, warm, cremig und sehr, sehr schön. Und ihr Charakter ist ja auch sehr warm und sehr schön und sehr auffällig. Sie steht gerne im Mittelpunkt und das macht man mit diesem Duft auch. Der ist bei mir auch bald leer. Ich trage den wirklich super oft und der ist wirklich sehr, sehr feminin, aber man hat einfach hier eine krasse Sillage, eine tolle Haltbarkeit, der ist schön vanillig, cremig, warm. Wir haben hier nämlich Kaschmir und Kastanie mit drin
Und die Kastanie, die riecht man auch sehr, sehr gut. Sowohl auch das Kaschmir. Also keine Ahnung, wie Kaschmir jetzt genau riechen soll. Aber alle Düfte, die mit Kaschmir sind, die sind immer sehr, sehr cremig und zart. Und das ist dieser Duft auch. Der Duft hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich habe mal bei einem Event gearbeitet, wo dieser Duft gelauncht wurde in Berlin. Und ich stand da und dann wurde dieser Duft überall gesprüht. Und ich hatte den die ganze Zeit in der Nase und der war einfach wirklich so schön. Und ich erinnere mich nur an diesen weißen Raum, der auch so weiß war wie dieses Flakon. Und ja, der Duft, der lag an der Luft und der war so schön. Und immer wenn ich den danach gerochen habe, dann dachte ich mir, oh mein Gott, das ist der Duft. Und der zieht einfach sehr viele Komplimente auf sich. Und ich finde, der passt gut zu Mindy, weil sie eine schillernde, schöne Fashionista ist. Und weil sie auch sehr viel Wert auf ihr Äußeres legt, immer coole Klamotten anhat, wunderschön ist, einen warmen Charakter hat und sehr offen und ehrlich ist. Und ja, das war's mit meinen Parfums für die Emily in Paris Charaktere. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ich bin sehr gespannt, was du über so ein Format denkst. Ich habe jetzt bewusst nur zwei Männer der Serie mit reingenommen, weil ich mich auf diesem Kanal vor allem auf Frauendüfte fokussieren möchte, beziehungsweise einen Parfumkanal nur für Frauen machen möchte oder mache. Das hat sich natürlich auch so ein bisschen so entwickelt oder ergeben, aber das ist einfach noch mehr meine Welt. Also ich mache gerne so Düfte für deine Männer oder eure Männer, wie auch immer, aber ich möchte jetzt kein Video machen, was nur Männerdüfte enthält, wenn es jetzt nicht darum geht, dass du irgendwie nach einem Geschenk für deinen Mann suchst oder so. Also deswegen einfach nur so als Background-Info und die beiden, Luc und ich weiß gar nicht, wie der andere in der Agentur noch heißt gerade, aber die beiden finde ich auch super lustig, aber das wäre mir dann zu viel Männerfokus in dem Video gewesen. Einfach nur, dass du das als Background-Info weißt und ich bin sehr gespannt, was du über den Match denkst, aber auch über die Düfte selber und wenn dir noch Düfte einfallen, die gut zu einem der Charaktere passen, dann schreib mir das doch gerne in die Kommentare. Beziehungsweise natürlich auch, ob du überhaupt Emily in Paris geguckt hast und ob dir die Serie gefallen hat. Und ja, also vielen lieben Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und bedanke mich wie immer ganz herzlich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich einen Daumen von dir nach oben bekomme. Und bis zum nächsten Mal.